Das ist die Frau, von der unser künftiger Bundeskanzler sagt, sie sei die Liebe seines Lebens. Britta Ernst, SPD-Politikerin, Bildungsministerin in Brandenburg, seit 1998 mit Olaf Scholz verheiratet. Wenn ihr Mann im Dezember tatsächlich der Nachfolger von Angela Merkel wird, dann ist die Frage, wie die künftige Rolle von Britta Ernst aussehen könnte. Denn die 60-Jährige ist alles andere als ein Anhängsel. Sie verfolgt seit mehreren Jahrzehnten ihre eigene politische Karriere und das mit großem Erfolg. Bevor sie 2017 ihr Amt in Brandenburg übernahm, war sie Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Während Olaf Scholz in Hamburg erster Bürgermeister war, arbeitete seine Frau in der Bund-Länder-Koordinierungsstelle der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin. Davor war sie Bezirks- und Bürgerschaftsabgeordnete in Hamburg und gleichzeitig wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Hamburger Baubehörde. Als Olaf Scholz im Wahlkampf im Talk bei der Frauenzeitschrift Brigitte gefragt wurde, ob seine Frau ihren Job aufgeben werde, wenn er Bundeskanzler würde, reagierte der 63-Jährige empört. Welche Rolle also Britta Ernst in Zukunft einnehmen wird, bleibt abzuwarten.